Hallo Leute, willkommen zu einer Folge Let's Play Bioshock Infinite mit euren Hiroki. Wo haben wir denn hier? Elizabeth? Aber klar! Den Karabiner will ich gerne behalten. Wie kann ich denn die Waffe nur wechseln? Cool ist das. Ah. So, drei sind weg. Na dann. Ich habe ihn gefunden. Ich habe euch gefunden. Nicht den Karabiner. Aber ist auch stark. Egal. Versuchen wir mal die ganzen Leichen, die wir hier haben. So. Salze oder Geld. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich haben will, aber ihr habt nur Dosenfutter. Ach da, blöd. Mach bitte den fetten Tod. Ja, wo denn? Ach, da ist mein großer Freund am Kämpfen, ah. Oh, hier ist auch so ein... Nee. Das ist wie so ein Voxophon. Und was haben wir hier hinten noch? Lockpick. Are you sure about? Ah, Ruhe, alles gut. Sie sind alle weg. Komm raus. Schon dabei. Okay, gehen wir weiter. Mal gucken, wo wir landen. Aber das ist mega cool. So, dieses Feuer fiel mal zum Schluss. Und mehr, du kriegst den Karabiner jetzt gleich zu spüren.
So. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker. Booker. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Ausrüstung wo? Ah ja. Karabinermunition hier, da haben wollen. Wir haben 2000 Dinger, also Geld halt. Ja, gibt noch mehr. Richtig viel Money. Frag ich nur, wofür wir das Ganze ausgeben sollen. Ja, wir müssen einmal die Decke hochklettern. Push! Wir dürfen jetzt aber jetzt nicht nochmal einen Riss. Das alles machst. Diese Risse. Ich hab sie mir immer als Türen gedacht. Billiger. Ich werde ich wahrscheinlich eh nicht nutzen. Okay. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Haben wir schon. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Wie machst du das? Wie geht das? Ja? Und was hast du dabei gelernt? Unterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Comstock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind, da täuschst du dich. Schon dabei. Der hat Raketen. In Ordnung. Elizabeth. Kommt. Also ist eine Elektrizität angekommen. Okay, ich weiß schon wie. Was machen die da für Zaubertricks? Oh shit. Ja.
Katastrophe. Na dann. In Ordnung. Das blutet ja. Greif ihn an. Diese Gondel-Dings ist im Weg. Was ist das? Wo sind denn hier die Idioten? Ich sehe keinen. Da. Lebt der noch? Alle tot? Sehr gut. Kriegst du es auf? Na klar. Stell dir vor, ich hätte jetzt keinen Lockpick. Bitte. Hör mir durch. Dann auf nach oben. Sieht aber schon schön aus, noch die Umgebung. Haben Sie immer einen Frauennamen gesagt? Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Das hört sich mehr gemein an. Hallo, sie ist doch besser als jede Schuld. Okay, wo sind wir denn hier? Es wird immer dunkler da draußen die Stadt. Sieht aber mega schön aus immer noch. Wir sind gleich da. Nur Geduld. Da unten haben wir gerade gekämpft. Auf der Innenseite war von hier. Aber da oben waren wir auch schon, oder? Ja stimmt, da war irgendwo der Strand und irgend so eine Brücke ist kaputt gegangen. Na egal. War das Karabiner-Munition? Mega nice, mega nice.
Oh, die Zuckerwatte essen. Hier eine Birne. Oh. Wir hier, ach, nichts, was ich brauche. Plopp. Bin der Elektriman. Oh, hier ist jetzt nichts weiter zum Sammeln. Bam. Dann haben wir ihn hier. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die hatten einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Wo sind wir denn hier? Erstmal, oh, genau, deswegen sich umgucken. Ich will das Schild jetzt mal erhöhen. Perfekt. Oh, viel Money wir haben, das ist ja geil. Ja, Bereich verlassen, würde ich sagen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Alles klar. Die ist mir ja irgendwie sympathisch, aber... temperamentvoll. Wenn man es mit ihr verscherzt. Hi. Oh, nicht noch eine. Oh, Scheiße. Daisy, die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen. Der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab.
Dann bekommst du dein Schiff zurück. Scheiße. Bevor es zu spät ist. Ja, dieser finde ich gerade wichtiger als... Naja. Ihr seid Freunde. Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. Den wird man hier nicht mehr sehen. Ein Feuertyp. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Aber ich frage mich immer, die Wissenschaft. Nee. Ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs. Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist. Aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Oh, hier werden die Dinger hier gebaut. Hallo Leute. Ja, ist gut. Ja. Bob. Aber nicht durch, okay. Na, guck mal, hier Krieg passieren wird. Die Bewohner werden aufgefordert, alle verdächtigen Personen zu melden. Ich bin nicht verdächtig, Kollege. Interessant, dass der mich nicht angegriffen hat. Immer da lang gehen, wo das Spiel nicht will, dass wir hingehen.